Zeig mir, was du kannst. Tanz den Samba. Ich glaube, ich weiß, warum, dass ich Hornleo mehr gehasst habe als Raupi. Raupi kann wenigstens Tackle. Und Horny kann nur... Was kennt das nochmal? Fadenschuss, glaube ich, und ein blödes... Oh, ich werfe jetzt meinen giftigen Stachel auf dich. Oh. Useless Vieh, ey. Geh mal. Ja, das Schlimme ist ja, danach kommt Kokuna. Das ist genauso. Kokuna, use Harden! Ja. Bei denen in der Bebo-Form ist das cool. Bebo! Ich finde das Pokémon eigentlich ganz geil. Bebo und Smetbo finde ich eigentlich ganz geil. Nur die Formentwicklung ist zu kurz. Die Formentwicklungen sind so zum... Darf ich mal wenigstens 10 Schritte durch das hohe Gras machen, ohne dass mich so ein blödes Felilu anglotzen muss, wie so ein, was weiß ich, mit seinen blöden Pfötchen rumbabbeln muss? Nein. Leave me alone. Hör auf! Das ist interessant. Ganz ehrlich, es ist schrecklich. Yay! Oh, Felilu, setzt gerade sagen. Oh ja, gib's meinem Samba. Mein Samba macht jetzt gerade. Oh ja, ganz richtig. Entschuldigung. Oh Mann. Was passiert halt mal? Das ist doch normal. Ja, natürlich. Dass man hier erstmal trainiert. Ah, ich glaube, ich. Ach nein. Oh Gott, ne. Wenn ich das doch in Erinnerung habe, hatte Bell irgendwie einen Scheiß-Pokémon. Was richtig abfuck war. Los! Töte es mit deinen Samen. Ernsthaft? Ja, Samenbomben. Naturkraft löst Samenbomben aus. Samen. Ein Volltreffer. Wundervoll. Warum nicht gleich so? Samba hält 15. Yay. Horny erreicht Level... Warte mal. Horny erreicht Level 6 so. Dann entwickelt sich Horny. Oh, Horny entwickelt sich. Oh mein Gott. Nee, wann? Ich weiß es nicht mehr. Level 12? 10. 10? Ja, 10. Ich glaube, ich habe die erste Gen so nicht mehr im Kopf. Weil ich... Ja, genauso wie Smetbo. Auch ab Level 10. Du meinst Zingens. Safcorn. Ja. Safcorn. Hey Zero! Ah ne, hey Zero! Wo bist du? Bei Bell. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Was? Du bist schon dort oben? Ja. Junge, ich chill da beim ersten Teenager. Ich chill mir beim Fußpilz, denke so, ja easy, und der andere chillt schon beim Bell. Hey, aber... Aber ich frag mich eigentlich gerade, wo Bell das Porygon jetzt auf einmal her hat. Der hat ein Porygon? Ja, der hat ein Porygon. Dein Ernst? Regenus von Karpaloris. Ganz ehrlich, nee, ich gehe. Tschüss, schönen Tag noch. Das wäre mir ja zu... Alter, das ist ja richtig kranker Shit hier. Au! Bewirf es mit Samen. Ja... Okay, ich sag da mal nichts zu. Ja. Mein Level 8 Kapaloris hat gerade Erdbeben eingesetzt. Was? Wie jetzt? Mit Naturkraft. Der Erdbeben? Ja, Erdbeben. Erdbeben? Ja, Erdbeben. Es ist ja mal so gar nicht leicht OP, ne? Das Erdbeben. Ja, es hat aber kaum Schaden gemacht, eigentlich. Echt jetzt? Ja, es hat nicht so viel Schaden gemacht. Oh Gott, ne. Los, Hornlio, Giftstachel, töte das Nagelotz. Es gibt's. Fick dich doch. Ja, ja. Oh, Horny ist Level 7 und es ist noch Horny geworden, was? Teenager setzt als nächstes Zickzack sein. Dafür hat er meinen Doktor zu haben gewissen, der Sack. Oh, scheiße. Pokémon, wo ist Freddy? Hier. Nein, du hast eine... was wiegt das jetzt? Freddy! Och nein, nicht dein Ernst! Jetzt ist es von Typ Gestein, ernsthaft. Das wäre perfekt für mich. Zickzack setzt Heuler ein. Never. Aquaknarre. Ja, ins Gesicht! Was bringt euch jetzt nochmal Schärfer? Schärfer? Oh Scheiße!
Ist das nicht Angriff höher erhöhen? Ja, jetzt ist es Angriff erhöhen. Okay. Ich bin, glaube ich, am Arsch. Hey, okay, hau rein, man sieht sich im Pokémon Center. Scheiße. Ich muss danach auch nochmal ins Pokémon Center rennen. Ich muss meinen Lotuzla heilen. Freddy erhält 45 EP-Punkte. Setz Umwandlung ein. Was wird es jetzt? Wie was? Du bist so stark. Nee, so verwandelt stark. Sich jetzt der Typ Käfer. Woo! Nanu, Horny entwickelt sich! Yay! Hey, die erste Entwicklung in diesem LP. Ich bin so geflasht. Okay, ich glaube, ich setze weiter Windstoß ein. Das ist sicherer. Oh mein Gott. Alter, es ist wunderschön. Es wird zu einem Horny Kokuna. Yay! Yay! Horny, welch Ironie, Horny. Ach nein! Nein. Miststück! Was? Ach, dieses Miststück. Oh, Miststück. So, ich renne noch mal kurz in die untere Stadt. Wie die auch immer wieder heißt, ich sehe sie gleich. Moment, wo ist es? Gavina. Geh dort mein Lotuzla heil und dann arbeite ich mich langsam auch nach oben. Also ich glaube, das bringt dir überhaupt nicht, einen Drang zu verwenden gerade. Weil das Ding hat schon 20 Mal Schärfe eingesetzt. Nein! Scheiße, nein! Dein Ernst jetzt? Scheiße, es ist... Welches Level ist denn das Porygon? Level 10. Alter, ist ja nicht normal. Oh, das heißt, noch etwas Arbeit vor mir. Oh, shit. Weißt du, das Schlimmste an allem ist, warum direkt ein Porygon, ne? Einfach ein blödes Porygon. Mein Kokuna ist so useless, es hat Härtner gelernt. Alter, so richtig useless. So richtig, so bring das Ding jetzt um, bitte. Ein wildes Pfiffchen. Los. Ja, ja. Bring das Ding um. Hast du es geschafft? Ja. Sandwirbel broken as fuck. So, jetzt muss ich nur noch das andere Pokémon besiegen. Was hat der Bell eigentlich nochmal? Oh, Level 10. Halt. Oh, Level 11, nein. Ach, ein Otaro, cool. Oh. Noch nicht. Ich hab einen Otaro. Alter. Okay. Das Gute ist ja, wenn es Aquaklare einsetzt, habe ich einen doppelten. Okay, es ist dumm. Dumm, 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 dumm. So, und jetzt Absorber Spam. Oh, scheiße. Au. Oh shit, das ist problematisch. Ja. Und Absorber macht keinen Schaden. Bei mir wäre schön, wenn wenigstens Kokuna mal die erste Käferattacke lernen würde. Nutzloses Stück Scheiße, ey. Ein wildes Raubtier scheint. Sieh her, sieh her. Was? Scheiße. Ja, scheiße. Also mein Kokuna ist so richtig OP. Es kann Giftstachel, Fadenschuss und Härtner. Ich könnte mir nichts Härteres vorstellen. Ja, es hat einen Raub mit dem ersten Giftstachel vergiftet, läuft. Scheiße. Scheiße, Mann, nein. Ja. Richtig doof. Ich war verloren. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache Freddy. Ich getraue mich ganz ehrlich gar nicht nach oben. Zu Bell. Ja, aber es gibt, gab's ordentlich XP. Ja, wenn du denkst, wenn ich jetzt hier unten schon etwas vorarbeite, dann kriege ich die XP auch und bin noch ein paar Level weiter oben. Raub ist jetzt von Schussei. Ja. Gut. Ach Gott, ne. Dein Ernst, konnte das Gift jetzt nicht ein Ticken mehr Damage machen, da hätte ich mir die Attacke jetzt sparen können. No. Raupi wurde besiegt, Freddy als Alter, diese EP-Punkte. Ja. Also jetzt ganz zärtlich. 1, 2. Hey, ich hab's aus dem Gras geschafft. Yay, das ist so krass. Hey Joe! Ich habe jetzt was ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Klasse, dann schau mal zu. Oh Gott. Oh mein Gott, er ist runtergesprungen. Ja, ich bin. Oh mein Gott, ich bin so geflasht von diesem Sprung, das geht ja gar nicht mehr. Okay. Fühlst, wenn du dein Pokémon solltest du auf dem Wegen bleiben, da. Ja, genau! Dieser Teenager hat wieder so einen richtig guten Rat für mich.
Er meint, ich soll auf den Wegen bleiben, da wilde Pokémon nur in den hohen Gräsern vorkommen. Aber auf den Wegen sind Trainer. Daran hat der Herr wieder nicht gedacht, ne? Wieso muss es ein Feniloo sein? Ja, Level 8. Oh nein. Nein, nicht nochmal. Okay. Ich will jetzt erstmal Bell noch besiegen in diesem Part. In diesem Part will ich noch Bell besiegen. Hast du verloren oder was? Ja. Hast du nicht mitgekriegt? Nein, eben nicht ganz. Oh, Feniloo, gib's mir hart. Ich habe aber jetzt eine Taktik gegen Bell. Okay, okay. Ich will ein EP. Was, ernsthaft so viel Schaden? Kannst du mal aufhören, so viel Schaden zu machen? Das ist ja echt nicht. Ich will meinen EP-Teiler haben. Mhm. Wann kriegt man den hier im Black eigentlich nochmal? Dauert. Scheiße. Horny leicht Level. Ich glaub erst auf der dritten Arena. Richtig jetzt. Boah, das wird so eine anstrengende Zeit bis dorthin. Für die Zuschauer ist das sicher so spannend. Ja, ja. Scheiße, gucken zu, wie wir leveln. Oh ja, ein richtiges Highlight. Ja. Ganz einfach. Richtiges Highlight. So ein Highlight, dass es Highlight ist. Aber hey, Leute, jeder, der jetzt zuschaut, das ist Pokémon! Genau das hier ist Pokémon, nichts anderes. Da gehört es einfach dazu. Sich mehr als 10 Stunden des Videos mit Leveln zu begnügen. Yay! Wenn ich so nachdenke, ich glaube, diese Version von Black wird zu lange dauern. 3/4, wenn nicht sogar mehr, nur aus Leveln bestehen. 1/4 Inhalt und 3/4 Leveln. Ja, aber das Problem ja an dieses Porygon ist ja eigentlich nicht, dass es böse ist. Das ist halt nur das Problem. Es hat erstmal eine Sinelbeere, dann hat Bell noch einen Trank. Bitte, wann kommt denn die genau? Oder der? Wann sie kommt? Erscheint. Ja. Wenn wir jetzt schon so anfangen müssen hier, ne? Junger Mann. Oh, natürlich. Jetzt ist das Porygon auch noch von Typ Stahl. Sonst geht's doch. Typ Stahl ist scheiße, ne? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal mein Horny noch zu Bibor. Yay, ich habe meine schon über alle schon über Level 10. Weiß ich nicht, mein Horny ist Level 8, mein Lord Turtle ist Level 7 noch. Ich bin, was das angeht, sehr schlecht im Organisieren. Friss mein Gift, Kokuna. Das ist sowieso ein Drang, also. Kann ich noch mal kurz. Kommt denn Bell nach der Göre da? Also dem Göre-Trainer? Nein, du willst es sehen. Ich will es nicht sehen, ich will es nur wissen. Ich will nicht sterben. Du stirbst doch nicht. Ich komm, du bist nur ohnmächtig. So, und jetzt wird man ein bisschen zum Typ, der nicht. Okay, also, Geist geht. Das ist, glaube ich, der Trainer, der Yorklef-Trainer. Moment. Yorklef vor. Los, mein Yorklef, zeig's ihn. Halt dein Maul. Gomez, da müsstest du jetzt so eine Klatsche geben, ne? So. Halt's Maul, Kleiner! Los, Yorklef, los! Ich meine, ja, es sieht süß aus und es ist süß und was? Es ist süß! Okay. Loturzel oder Samba, du bist dran. Zeig mir, was du kannst! Tanz den Samba! Yorklef setzt Schnüffler ein. Was zum Teufel bringt Schnüffler? Ich ralle es nicht. Das ist halt so eine Attacke, die halt dafür sorgt, dass du mit normalen Attacken zum Beispiel Geist triffst oder mit Kampf irgendwie auch Geist. Und okay. Och, hat jedes verfickte Vieh von den von der. Was war das für ein Tackle? Nein, ich lasse meinen Samba nicht nochmal sterben. Freddy, geht doch! Oh, mein Bein! Ach Gott. Nein, das war ein so einfacher Sieg. Puh, du bist wirklich stark, Sego. Ich werde meine Pokémon-Ausstecker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also Damen, bis bald. Sag, du warst schon bei Bell. Ich komme mir gerade so verarscht vor.
Ja, und ich... Und ich gammel hier immer noch hinten rum. Ich glaube, der Abstand, wenn du so schneller weiter pushst, ne? Das wird dann so hässlich werden. Ja, du bist am zweiten Ort und ich bin schon beim fünften. Ey, Busch, wo bist du? Zweiter Orden. Und du, Yoshi? Ja, ich bin bei der Liga. Ich bin gleich durch. Was? Da komme ich mir gerade vor. Okay, ich glaube, bist du bereit zu beenden? Ja, dann mache ich halt Bill im nächsten Part. Aber lass mich noch kurz bitte zum Pokécenter rennen. Moment, ich hab's gleich. Ich habe ja eigentlich gedacht, ja, komm, machst du noch Bell, aber wenn du aufhören willst, dann machen wir jetzt fertig gleich. Oh, mein Blade braucht noch Training, später. So, okay. Du willst nix offscreen trainieren, ne? Alles in der Aufnahme. Ja, eigentlich schon. Ja, ich frage mich ja, ob das überhaupt so eine schlaue Idee ist, weil man verbringt ja dann praktisch... Eben 3/4 des Videos ja nur mit Leveln. Und ja. Also das passt schon so. Okay, wenn du das meinst, wenn wir besprechen das gerade noch, auch im Part. Ist doch wurscht! Ich bin ja kein Model. Ja, okay. Wir sagen dann mal bye und wir sehen uns dann im. Ein Pfiffchen! Ich muss es töten! Warte. Oh Gott, bitte, ich will jetzt beenden. Du kannst es auch offscreen machen. Oh, ein wildes Pfiffchen. Okay, dann beenden wir hier jetzt mal. Okay, bis dann und ciao.